Vor allem ab Level 6, wenn Malphite Ultimate hat, da gibt es auch viel Outplay-Potential. Fiora mit einem Repose zum Beispiel kann da halt sehr viel machen. Aber grundsätzlich, Malphite, die ersten paar Level wieder halt natürlich viel machen müssen auf der Lane. Und dann, wie gesagt, mit der Zeit wird Fiora einfach wesentlich stärker sein. Gut, wir können dann schon langsam dann in das Game reinkommen. Wir werden auch in eine kurze Werbeunterbrechung gehen. Also bleibt dran. Bis gleich. Wir sind gleich wieder zurück. Gegen deine Gegner. Nicht gegen den Lag. Mit dem Modem für Gamer. Die A1 Premium WLAN Box. Willkommen zurück zum zweiten Spiel im ersten Best of 3 heute. Mega Black Lion gegen DC Legends. DC Legends steht 1:0. Ja, ist in Führung 1:0. Und wir haben gerade den zweiten Draft sehen dürfen. Was sagst du, Chris? Ja, es ist ja ungewohnt sagen zu dürfen, dass DC Legends gegen MBL 1:0 vorne steht. Hatten wir bisher noch nicht. Ja, der zweite Draft, muss ich ehrlich sagen, da sieht man, wie gut DC im Picken ist. Und auch gerade im Bannen. Wir sehen die ganzen Jungle-Bans, die natürlich gegen Agorin da gesetzt wurden. Ja. Und Agorin ist ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. Und im letzten Spiel hat er gar nicht gut ausgesehen. Ja, also vor allem sein First Blood, was er hergegeben hat. Das ging dann ordentlich in die Hose. Er hat zwar dann noch eine Zeit lang mithalten können mit Eni im Jungle, was die genau. CS anging, auch XP war noch okay, aber ein Jarvan musste einfach im Early Game ein bisschen mehr rausholen, in meinen Augen. Vor allem ein Agorin auf seiner Klasse. Und ja, die Botlane von MBL, da bin ich halt, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee war. Ja. Es gab halt noch viele Alternativen, also ein Varus war noch offen. Genau. Ich glaube, Tristana auch noch, also da gibt es, denke ich mal, einige. Genau, wir sehen den Picks und Bans auf der anderen Seite. Es war, Tristana war offen, Varus war offen, wie du gesagt hast, das sind die beiden Main AD Carries, die man eigentlich erwartet hätte. Lucian, ja, ist gebufft worden, aber nur sein sozusagen Second Hit. Bin ich mir nicht ehrlich sicher, ob er wirklich jetzt schon in der Meta drinnen ist oder ob er gerade im Reinrollen ist. Es ist mutig, sage ich jetzt einmal so, weil wir wissen, Marok ist jetzt nicht unbedingt der begnadeste Spieler bei MBL, obwohl er ein starker Spieler ist natürlich, aber gegen DC muss er wirklich sein A-Game bringen. Da hat er keine Chance, irgendwie so, sich nur Fehler zu leisten, weil Crytek, und das haben wir gesehen, was er im letzten Spiel gemacht hat, er punished und das hart. Genau, also die Lane, die hat zwar grundsätzlich gut ausgesehen im Early Game für MBL, also da hat man mit Sivir, mit Janna einen guten Job gemacht, aber nachdem der Crytek ein, zwei Kills bekommen hat, ist halt wirklich ausgerastet, eskaliert. Und ich sag drei Hits, ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen. Ich kann diesen Schaden immer noch nicht nachvollziehen. Früher hätte ich gesagt, da hat die komplette Runenseite gefehlt, da hat ein Zinamo gefehlt oder so bei der Sivir, aber das war natürlich nicht der Fall. Und ja, ich freue mich jetzt auf das zweite Spiel. Mhm. Und auch, wir können uns auch schon einen kurzen Blick auf die Runen werfen. Genau. Nämlich Kirito zum Beispiel mit dem Meteor. Interessant. Auf Malphite. Ja, ansonsten ist alles beim Alten. Meine lieben Damen und Herren, welcome in Summoner's Rift. Wir gehen ins zweite und vielleicht, ich möchte es ja gar nicht sagen, vielleicht ins letzte Spiel der Giganten. DC Legends 1:0 vorne. MBL hat ein Spiel verloren. Und jetzt sehen wir, wie MBL damit umgehen kann. Weil das hatten sie bisher noch gar nicht. Sie waren noch nicht in der Position, zurückkommen zu müssen. Gewinnen ist immer einfach. Verlieren und zurückkommen, das ist schwer. Und da macht sich sozusagen, da zeigt sich, wie stark ein Team wirklich ist. Genau so ist es. Also da sehe ich genauso wie du. Jetzt muss man, ich meine, die Frage ist halt immer, wie sehr will MBL auch dieses Spiel gewinnen, weil sie wissen, sie sind im Semifinale fix, das ist klar, aber wir haben ja auch auf den Social Media Kanälen ein bisschen mitbekommen, gab es ja Friendly Banter, da hat man so ein bisschen sich ausgetauscht und da ist dann doch so ein bisschen das Ego mit dabei, dass man halt echt doch gewinnen möchte. Also ich glaube, dass sie gewinnen wollen und zwar wirklich. Ginge auf Ryze gefällt mir sehr, sehr gut.
Ryze haben wir in letzter Zeit sehr selten gesehen, und zwar aus dem Grund, weil er immer rausgebannt war. Ist ein sehr, sehr starker Champion gerade. Ah, da wird auch gleich um die Vision contested. Bisschen reingetradet. Ja. Nova Krono Start mit der Corrupting Potion. Und Kirito mit dem Doran Shield. Also, Akurin hat kein Chang-Item mit dabei. Weiß er das, glaubst du? Er weiß es anscheinend noch nicht. Ups, das ist natürlich nicht gut. Das ist ganz schlecht. Das ist bitter für ihn, weil das hat extrem viel Impact. Und in diesem wichtigen Spiel, er wird es dann... Ich hoffe, er merkt es nach dem ersten... Also, er wird nicht Level 2 kommen. Ja. Und dann ja, das ist ein wirkliches Problem jetzt gerade für ihn. Wir sehen so, wie schwer er sich mit dem Buff tut. Wie lower droppt. Ja. Ein besserer Deck noch jetzt und da muss ich gleich weggehen. Das ist extrem schlecht für ihn. Also die XP, die du nicht bekommst dadurch... Ist eigentlich ein Fehler, der dir nicht passieren darf. Katastrophal. Also das ist... Ja, kauf deine Items am Anfang des Spiels, das lernt man im Tutorial. Naja, so ist es. Jetzt bin ich gespannt, ob er vielleicht gleich auf die Botside geht. Er wird schon gepinkt, also... Ist auch immer interessant, die Pings dann am Anfang. Eni versucht natürlich... Akurin zu tracken, aber es ist nicht schwer. Interessant, haben sie es gesehen, glaubst du? Also sie werden es nicht gewusst haben. Sie gesehen hat, dass er keines hatte. Weil das... So könnte man das sozusagen könnte sein. Sie hatten die Vision. Ja. Ich glaube, sie hatten die Vision auf Akurin. Aber ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen, dass er trotzdem startet, halt ohne Items. Ja, ja. Und das wird Akurin jetzt vor allem als Sack wirklich langsam machen. Ja. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man schon hinten ist. Und das sind vielleicht schon ein bisschen die Nerven, die man hier sieht. Also irgendwie... Das sind die kleinen Fehler, die es anfangen. Auf jeden Fall nicht der Tag von Akurin. Das können wir jetzt schon sagen. Da haben wir wesentlich stärkere Spiele bisher von ihm gesehen. Ja. Und Eni jetzt auf der Suche nach Akurin. Dürfte aber auch schon mit den Level 3 Double Buff auf die Botlane ganken kommen. Eni ist auf der Suche nach Kills. Das ist der liebe Eni. Oh, Elijah! Flashbinding, Ignite, die Combo von Eni und das First Blood für Eni. Ja, ein sehr kontrollierter Kill und man ist da viel zu weit vorne gestanden auf Seiten MBLs ohne Vision. Da sehen wir es noch einmal, das First Blood ist immer schön. Perfekt gemacht. Flash nach vorne mit dem Darkbinding nochmal drüber und dann wird der Knockup, die Knockup-Combo getroffen von Eni. Ein cleanes First Blood. Ich glaube, schöner kann man es nicht machen. Also First Blood, aber man hat zwei Flashes benutzt plus das Ignite. Auf der anderen Seite gar nichts. Also man hat da schon wenigstens wirtschaften können sozusagen. Ja. Da hat G-Maze gewusst. Er konnte sowieso nicht flashen im JNCC, aber auch Marok hat den Heal nicht einmal benutzt. Hebt sich den auf. Genau. Es hätte auch wirklich nichts gebracht. Aber so, Akurin wird jetzt, glaube ich, der Punkt sein, wo wir sehr oft hinschauen werden, wie weit er schon ist oder andersrum, wie weit er schon zurück schon liegt. Jinx bekommt Reflexio. Ein Bedrängnis. Ja, aber er hat kein Mana. Genau, und da merken wir auch schon sofort den Nerf von Galio. Wesentlich mehr Mana-Kosten auf dem Q und auch mehr Cooldown. Und trotzdem hart outtraded. In dem Fall schon. Hat auch das Mana-Flow-Band mit dabei, genau. Also kann ja ein bisschen besser aushalten. Ah, wir sehen aber Marok. Oh, das ist viel Schaden. Also da dürfte auf dem Lucian doch sehr confident sein. Der Flash hat mich doch jetzt gewundert. Man wusste, dass eigentlich der Heal noch da war. Ja, Flash gegen Heal-Traden finde ich nicht besonders gut. Nein, das ist eigentlich nicht so intelligent normalerweise. Andererseits, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Wenn du ein 2v2 hast, ist der Heal halt auch sehr wertvoll. Ja, das stimmt. Aber ja, normalerweise sollte man so einen Trade nicht nehmen. Genau. Aber wir haben gesehen, dass dass Marok 3000 sehr confident ist auf seinen Lucian. Das finde ich gut, weil das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und wow, schau dir das an, die Happy Feet. Ja. Genau so spielst du das Lucian. Das ist das Early Game von einem Lucian. Da ist er sehr stark. Early zu Mid. Vor allem auch gegen eine Sivir, die eigentlich nicht allzu viel dagegen setzen kann. Gar nichts eigentlich. Vor allem, wenn du reingepusht wirst als Sivir, dann spürst du das auch stark. Naok hier nach wie vor eigentlich stark unterwegs, aber trotzdem hat er weniger CS. Also da muss er auch dranbleiben. Mitte. Auch Jinx eigentlich schon sehr gut mit dabei. 43 nach 5 Minuten. Hat auch die Tier fertig, sehr guten Recall bekommen. Ja, Toplane, das übliche Fiora gegen. Ich meine, allzu üblich ist der Pick von Kirito nicht. Sieht man nicht allzu oft. Auch interessant, dass er hier sogar den ganzen Q-Poke eigentlich hier direkt reposten möchte. Er möchte keinen Schaden nehmen. Ja, und auch vielleicht auf die Possibility des Stunts gehen. Wenn er reinläuft, ich meine, es natürlich kann passieren. Naja, er kann nur stunnen, wenn er selber HC sieht. Ja, genau. Ja. So, hier schönes Dark Binding von Elijah. Also da droppt Dreamer Ace. Aber Marok tradet natürlich sofort dagegen. Bleibt aggressiv stehen. Ja, Reflexio hat schon Angst vor Eni. Ja.
Du hast gerechtfertigt, dass sich da aus der Zwickmühle, in der sich der Riftskradler befunden hat, nochmal gemütlich den Last Hit abholt. Vor allem Reflexus spürt extrem stark, dass Agrin eben sein Jungle-Item vergessen hat. Er ist immer noch, okay, jetzt ist er Level 5 geworden, aber er muss jetzt Power farmen. CS-mäßig ist er okay mit dabei, aber wie gesagt, das hat ihn echt. Er ist ungefähr ein halbes Level, würde ich sagen, oder Viertel-Level hinten. Ja. Er ist sehr schnell im Farmen, das sehen wir auch. Er hat aber auch noch nicht gegankt, muss man dazu sagen. Elijah, der droppt aber. Ein Basic Attack hätte gefehlt, aber das reicht hier nicht aus. Nein. Ja. Da wollte man dann doch nicht so weit reingehen, um vielleicht dann noch ein Binding abzukassieren unterm Tower. Das wäre natürlich der sichere Tod gewesen. War jetzt auch nicht gerade das Intelligenteste, weil wenn, dann musst du mit dem Ignite eigentlich den Kill bekommen, aber so. Ja. Ja, hätte sich sparen sollen in meinen Augen. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, sie suchen auch gerade ein bisschen die Öffnungen. Sie wollen jetzt aggressiv werden. Du kannst einfach jetzt nicht passiv stehen bleiben und gegen die sie auch noch gewinnen. Das funktioniert so nicht. Du musst jetzt aggressiv werden. Und das sehen wir auch Agurin, der sehr, sehr aggressiv wird und in den gegnerischen Jungle hineingeht. Das ist immer noch so confident. Obwohl er behind ist, will er immer noch counter junglen. Aber so viel behind ist er gar nicht. Und man muss dazu sagen, er ist ein Set. Er kommt halt auch leicht raus aus der Situation. Ja, aber gegen einen Jarvan hat trotzdem. Muss halt aufpassen, weil vor allem jetzt Eni mit Level 6 hat sehr viel Schaden. Da kann er Agurin schon mal schnell down bekommen. Ich meine, wahrscheinlich hat er auch ein bisschen getimed, wann Eni zurückgehen möchte, weil wir sehen es jetzt. Eni hat die Zeit genutzt, um wirklich zurückzugehen. Ja, und hat wahrscheinlich gut mitgelesen, wie viel Farm hat der Gegner, was wird sein Pathing ungefähr gewesen sein, das heißt, auf welchem Punkt steht er, wann hat er sein Geld da. War das ein Gold sozusagen bereit, damit er sein Item kaufen kann, dann kannst du es auch gut timen. Das hat er getan, er hat sich einen Red Buff gesnackt. So, hier der Check beim Infernal Drake, der jetzt gestartet wird. Jinx ja mit dem Teleport gerade frisch auf der Lane gekommen, also da hat er gerade die Gelegenheit, wirklich in den River zu gehen. Und dann Early Infernal Drake ist halt wunderbar natürlich für Scaling. Auch Nova Chrono. Der steht hier unterm Tier 1, also hinterm Tier 1 Turret zum Farmen. Der macht die klassische Cinch-Taktik, oder? Ja. Proxy Farming hier von Nova Chrono. Ja. Hat auch schon Tiamat fertig. Und Blue Buff geht hier an Reflexio auch ganz klar. Und wichtig für ihn, dass er eben hier auch ein mehr, also einen größeren Mana-Pool zur Verfügung hat, mehr Mana-Regeneration hat. Ja, ich bin gespannt. Also, derweil, MBL sieht nicht ganz so überzeugend aus wie im letzten Spiel. Und im letzten Spiel hat es dann schon gar nicht funktioniert am Schluss. Ich hoffe nicht, dass wir mit einem 2-0 rausgehen. Das finde ich schade. Aber andersrum verdient. Dabei für DC und wir sehen die Aggressionen, die auf der Botlane rausgehen. Die Culling Shots gehen nochmal rauf auf Crytek. Kommt da gerade noch so weg. Also, müssen noch eine Hand poppen. Ich hätte nicht gedacht, dass Nami und Lucian so stark sind gegen Morgana Sivir. Also, weil wir haben es gerade gesehen. Du kannst ohne irgendeine Furcht einfach reingehen. Dir kann eigentlich nicht allzu viel passieren. Du musst nur das Binding dodgen und genau, dann hast. Ja. Und damit hast du eigentlich als Lucian kein Problem, weil du hast den Dash. Wenn es wirklich hart auf hart kommt. Vor allem, du kannst auch zum Beispiel mit Lucian W das Spell Shield relativ easy denyen. Dann kann vielleicht die Bubble treffen oder das Q macht natürlich auch sehr viel Schaden von Lucian. Genau, und wir sehen auch oft, dass das Spell Shield benutzt wird gegen die W von Nami. Und der Cooldown von dem Spell Shield ist dann doch relativ hoch. Also bisher in der Mitte recht even gehalten, aber Toplane plus Botlane, da hat man den Druck aufgebaut bisher. Und das ist eben ganz wichtig für MBL, dass sie halt auch Agurin jetzt einmal durch das Early Game bringen, weil der, wie gesagt, hat einen relativ schlechten Start gehabt. Ich muss sagen, es würde mich. Oh, schlechter Start, er ist jetzt im Farm wieder vorne. So viel zu schlechtem Start. Was ich gerne sehen würde, ist, dass Maruk 3000 jetzt einmal einen Schritt weitermacht und zeigt, wieso er in diesem Team ist, in diesem starken Team. Und jetzt einmal sein Team carried, nicht so wie es sonst immer läuft. Agurin hat plötzlich ein höheres Level als Eni. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Top Lane, Nova Chrono, langer Trade. Maruk, der wurde hier gehittet. Ignite von Elijah. Und da geht auch der Kill an die Morgana. Natürlich genau, wo ich sage, ich habe es wahrscheinlich verschrien. Genau an dem Moment, wo ich sage, dass er jetzt sozusagen den Step-Up machen muss. Ah, da kam der Dive, vieles raus. Agurin, das Q, da muss er flashen. Und jetzt ist auch Eni zur Stelle. Kommt vielleicht mit dem Flash. Cataclysm, da will er nicht rein. Sehr weit. Da wieder nicht rein. Es hätte sich vielleicht ausgehen können. Es ist aber noch immer eine Nami auch da. Die ist ja cute. Vor allem G-Maze hat er noch Flash-Up. Hier, Eni natürlich. Jetzt, er weiß halt, die Gegner sind low. Da kann er machen, was er will. Genau. Galio ist aber schon im Runterziehen.
Galio hat die Ultimate zur Verfügung. Mhm. Da muss er dementsprechend aufpassen. Aber auch Chinch, der passt auf. Der will hier sofort mitkommen. Jetzt kommt die Galio Ultimate. Enis drin, da kommt der Knock-up. Und Marok mit seinem ersten Kill. Gut, mit dem Zurückkommen sozusagen des AD-Carry ist getimed. Und jetzt wird man gleich wieder aufschließen können, wenn der Dash da ist. Aber nein. So, für den Speed-Up. Sehr gut. Und da auch, ist auch nochmal gedodged, aber da kriegt er das Dark Binding ab. Ah, genau. Ja, Teleport jetzt rein von Kirito, der hat natürlich auch die Ultimate Upsack in den Bubbles drinnen im Passive. Und da muss Agorin mit dem Leben bezahlen. Crytek bekommt seinen ersten Kill. Also auch Kirito wichtiger Teleport zum Disengagen, um hier Agorin sicher zu bekommen. Dafür gleichzeitig Nova Chrono auf der Top-Lane mit dem Push. Das wollten sie vielleicht ein bisschen zu viel. Da war man sich zu sicher. Da hat man wahrscheinlich Jinx unterschätzt. Da ist man aggressiv, nochmal Reflexio, hat sich überlegt, ob er vielleicht reinflashen kann gegen Kirito, aber natürlich auch das Black Shield. Aber First Brick fällt nämlich jetzt und dadurch ist MBL sogar goldmäßig vorne. Ja, und das ist das Makro-Game, was MBL immer so schön macht. Der Farm dabei ist sehr, sehr stark bei ihnen. Wir sind 20 Farm vorne bei Fiora, der natürlich sogar in den gegnerischen Jungle mitgeklärt hat. Aber auf der Topside bahnt sich vielleicht was an. Nein, Eni traut sich da nicht gegen Nova Chrono One-on-One hineinzugehen. Es wäre wahrscheinlich auch sein Tod gewesen, oder wäre ganz sicher sein Tod gewesen. Aktuell Division sehr stark von MBL auf der Top-Seite. Da hat man den Pink Ward in der Nähe vom Red Buff. Natürlich ganz wichtig für Nova Chrono, dass er weiterhin Druck aufrechterhalten kann. Wir sehen jetzt auch ein bisschen mehr Druck in diesem Spiel auf den anderen Lanes, damit Nova Chrono auch seinen Split-Push machen kann, weil das ist, glaube ich, was ihnen bis zum gewissen Grad das Game gekostet hat im letzten Spiel. In der Midlane im letzten Spiel war gar kein Druck da. Swain hat nicht reinpushen können und auch die Botlane hat nicht wirklich anschieben können. Obwohl sie eine CV hat. Genau, ja. Also ich denke, dass hier Reflexio, was das Early Game angeht, ein besseres Spiel bisher hat. Aber wir sehen auch an den CS-Zahlen, dass Jinx halt top unterwegs ist. Also knapp 130 nach nicht einmal 13 Minuten. Da ist Reflexio. Und dass du das gerade ein bisschen behind bist, ist eh klar. Er ist der Melee-Champion von den beiden. Du kannst nicht auf jedes Minion wirklich reingehen. Agorin kann hier sogar traden gegen Eni. Aber Eni, was ich schon vorher bemerkt habe, geht hier auf Full Tank, auf Javan. Reflexio, der muss jetzt aufpassen. Eni, EQ-Combo hat er jetzt ab. Der kommt dann noch ab. Und das Cataclysm hinterher. Und der Kill geht an Jinx. Agorin nochmal zur Stelle. Aber kann hier alleine, glaube ich, nicht allzu viel machen. Obwohl Eni, der hat keinen Mana mehr. Aber kassiert hier nur zwei Turret jetzt. Na, da ist leider kein Verbündeter mehr da. Agorin hat getan, was er konnte, aber das war nicht genug. On the Hunt wird gepoppt. Elijah mit dem Flash nach vorne, direkt einmal auf der Ulti. Hat das Black Shield auf sich drauf, das heißt, es wird alles möglich von ihm geblockt. Der Boomerang noch einmal drüber, Marok, dass er aber umdrehen kann. Ignite tickt hier nein! Nach. Elijah bekommt seinen zweiten Kill, aber der Kill ging hier genau an Marok. Der hat das mit dem Culling bekommen. Jetzt nochmal Jinx ist da mit der Ultimate. Geht aber wieder. Er kam, sah und ging wieder. Ja, er hat irgendwie predicted, dass Remaze unten wegläuft. Aber ist ein guter Trade, ehrlich gesagt. Ulti von Ryze hat deutlich weniger Cooldown als ein Teleport. Ja, Nova Chrono mit dem Ultimate, aber es ist auch der Eni zur Stelle. Da hat Nova Chrono bisher noch nicht die Möglichkeit, 1v2 zu machen. Ist auch noch ein bisschen. Ist natürlich sehr ärgerlich, dass der Heal nicht durchgegangen ist von Remaze auf Marok 3000. Der das letzte Fünkchen des Ignites hat ihn ja getötet. Ich glaube, er war noch auf Cooldown. Nein, er hat ihn sogar schon gewirkt. Man hat die Animation gesehen, aber er ist nicht bis zu ihm gesprungen, sondern hat sich dann selbst geheilt. Achso, du meinst von Nami der Heal? Genau, Okay. Ich habe gedacht, du meinst Summoner Spell. Nein. Ah, ja. Die W, ja. Okay. Die Animation war schon da, aber die Wirkung noch nicht. Ja. Das ist natürlich unglücklich. Mhm. Das waren Hundertstel Sekunden, wie beim Skifahren. Jetzt tauscht man hier Drache für Rift Herald, also Rift Herald für MBL und der Ocean Drake für DC Legends. Ja, nach wie vor also DC Legends aktiver, was die Kills angeht, was die Skirmishes angeht. Da sind sie vorne. Da haben sie auch den besseren Draft in meinen Augen. Ja. Aber Agorin in Position für die Midlane. Crytek hat das Bell-Schild noch ab. Kommt viel geworfen, eigentlich für nichts. Nicht perfekt getimed gewesen mit dem Black Shield. Man hat keinen Knockout bekommen auf die Sivir, die einfach rauslaufen konnte. Also gegen Sivir Morgana ist es halt wirklich hart, den HCC zu treffen. So, jetzt aber Agorin ist drinnen und Eni! Da ist das Black Shield da, aber nicht die nötige Tankiness. Wow. Und Marok bekommt diesen Kill, das hat man unterschätzt. Ja, und jetzt sehen wir, wieso er seinen Champion gepickt hat. Das erste Mal, dass wir wirklich sehen, dass Marok ein spielentscheidender AD Carry ist. Also das gefällt mir. Er macht wirklich ein Top-Game bisher mit Lucian, hätte ich nicht erwartet. Kann man jetzt vielleicht sogar diesen Tier 1 mit Turret holen, es dürfte noch nicht reichen. Nein.
Dafür hat man keine Wave in seiner Richtung stehen, aber jetzt musste man ihn auch mal loswerden, beziehungsweise ist Free Damage. Und bisher, was auch Nova Chrono top macht, er hat mehr CS, er hat mehr Druck und er behält Kirito auf der Sideline. Weil Kirito wäre im Teamfight natürlich deutlich stärker als Nova Chrono. Was mich wundert, ist, dass Nova Chrono noch nicht gegankt wurde. Noch nicht ernsthaft gegankt ja, wurde. Du hast eine Ulti von Kirito und du hast die Knockup-Kongo plus im Cataclysm. Also das ist eigentlich ein sicherer Kill. Nicht ganz sicher, das ist das Problem. Ja, jetzt geht auch in den Jungle rein. Jetzt hat auch Eni die Schwierigkeiten. Wow. Der hat keine kein E mehr ab. Aber da ist auch Elijah zur Stelle. Ultimate jetzt mal raus von Nova Chrono. Die hat aber mittlerweile nicht mehr allzu viel Cooldown. Und Nova Chrono sucht natürlich überall den Kampf, wo er ihn finden kann. Die Duellantin, und das wird groß geschrieben bei ihm. Hat noch immer Teleport ab, möchte natürlich versuchen, die Pressure auf der Bottom Lane jetzt aufrecht zu erhalten. Und der Tower hat auch nicht mehr allzu viel Leben auf der Bottom Lane. Da sehen wir es. Genau, also Nova Chrono, ich wollte mal kurz ansprechen, es ist nicht allzu leicht ihn zu ganken, weil du bist doch immer mit dem Risiko dabei, dass du outplayed wirst vom Repost. Und deswegen möchte man eine Fiora eigentlich relativ ungern ganken, wenn du halt nicht zu 100% sicher bist, dass du diesen Kill bekommst. Ja. Oh, Chinch ist da gegen Marok, aber es Rune Bridge und jetzt mit dem Flash hinterher, das Dark Binding und Chinch bekommt seinen zweiten Kill. Ja, der Flash war nötig, aber das ist auch die Mobilität eines Lucians ist wirklich stark. Ja, da konnte er nochmal wegdashen, aber mit dem Flash hinterher hat er keine Chance. Ein Kill, aber man bekommt auf der Map eigentlich nicht viel. Ich glaube, jetzt einmal das hat Kirito gut gemacht. Kommt er nochmal hinterher, Nova Chrono? Nein. Dann wieder nicht mehr wegkommen. Jetzt das Cataclysm von Eni und er holt sich Nova Chrono ab. Guter Gank. Genau, das. Perfekt. Jungle ist da, alles wunderbar. Kill secured, würde man sagen, heutzutage. Na, das hat Nova Chrono sogar nicht mal geflasht. Er hat gewusst, sein Flash, das muss er nicht verwenden. Der ist für eine spätere Situation wichtiger. Da ist er zu deep gegangen, hat sich selbst zu confident gefühlt. Ja, vor allem er hätte das Ultimate reposten müssen von Kirito. Mhm. Das ist eben der Riesenfaktor und man bekommt den Bot-Rit dafür. Dafür ist beim Rap-Buff Reflexio mit dem Ultimate auf Agorin. Er wird weiterhin der Rap-Buff contestet. Aber es passiert nichts weiteres. Also, diese Legends, goldmäßig jetzt immer noch leicht vorne und sie haben auch den Infernal Drake, der ihnen ein besseres Scaling garantiert. Und ich würde auch sagen, im 4 gegen 4 haben sie den besseren Teamfight fürs Late Game. Das auf jeden Fall. Also eine Serie Late Game. Ja, mit Ryze, genau. Mhm. Sind sie. Wir haben gesehen, sie können halt stärker. Den AD Carry, obwohl er sehr mobil ist, obwohl er sehr viel tut, einfach rausnehmen. Sobald der Flash da ist, hat er keine wirkliche Chance mehr. Dreamer Ace auch ein ganz wichtiger Dodge gegenüber Elijah. Also klar, wenn so ein Dark Binding trifft, das hat dann auf schon Level 9, müssen 3 Sekunden Immobilize sein, das ist halt ewig. Das ist eine Ewigkeit in League of Legends. Oh, schön. Das war einfach nur fürs Ego, dass er das Repost doch drauf hat. Interessant, dass hier Nova Chrono sogar teilweise in der Mitte grouped, anstatt auf der Sideline zu sein. Er muss jetzt auf die Botlane laufen, dass er die Wave wieder nehmen kann. Ich glaube, sie wollten auf einen schnellen Push gehen in der Mitte. Waren aber dann doch nicht schnell genug. Beziehungsweise DC hat es wahrscheinlich gerochen. Ja, also. Aber jetzt sehen wir Kirito, der sich bewegt. Oh nein, er geht sogar wieder hinunter. Ja, geht wieder runter. Er weiß, er kann da nicht allzu viel in der Mitte machen. Also, er darf dort nicht lange bleiben, weil sonst auf gut österreichisch, Fiora, die reißt halt die Hitten an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du da nicht dort bist zum Defenden, dann sind die Turrets weg. Ja, ja. Und Kirito macht, muss ich ehrlich sagen, einen guten Job bisher. Einen besseren Job definitiv. Wahrscheinlich als Nova Chrono getan hat. Er ist schon mal gestorben dagegen. Ich meine, er ist zwar im Farm vorne, hat aber in 20 Minuten erst einen Tower sichern können. Oh, und da sehen wir den Schaden, den Nova Chrono machen hätte können. Black Shield und das Spell Shield nochmal drauf. Die Culling Shots direkt nochmal drauf auf ihn. Da kommt der Flash nach vorne auf Crytek. Aber da buchen wir nochmal drüber mit dem Sprung nochmal hinein. Der Flash raus aus dem eigenen Cataclysm. Also hier extrem viel Risiko genommen von Marok und es hat sich nicht bezahlt gemacht. Jetzt ist auch noch Chinch da. Die Bubble gegen Elijah trifft hier nicht. Aber nochmal der Knockback gegen Chinch. Hat man den Schaden, ist die Frage. Nein, das sieht überhaupt nicht danach das aus. Das ist halt das Black Shield. Das ist ein Wahnsinn. So stark. Also hier wieder, obwohl Marok eigentlich ein gutes Game bisher gemacht hat, jetzt zweimal doch ein bisschen unnötig gestorben. Fehlt auch was die CS angeht. Nova Chrono hat jetzt da gehofft auf die Blume, die war aber nicht da, kommt aber trotzdem gemütlich rüber. Was ich noch ansprechen wollte, also ich denke auch als Malphite in diesem Matchup hat er Top CS. Also da darfst du ein bisschen zurück sein. Und da
Ist auf jeden Fall noch im Rahmen unterwegs. Einfach nervig. Also Super Chrono ist einfach ein Wahnsinn. Jedes Mal, wenn er ihn sieht, geht er aggressiv rein. Er probiert wirklich das Maximum herauszuholen. Mhm. Und er macht das wirklich. Er befindet sich auf Messers Schneide, aber bisher wurde er eigentlich noch nicht so oft bestraft, muss man sagen. Ja, genau. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man so gut spielt, wie Mario es gerade tut und dann doch immer wieder dagegen schmeißt. Aber jetzt ist er da. Ja. Hat auch kein Heal mehr benutzt und das sind halt wieder unnötige Risiken, die er nimmt. Warum triffst du so eine Entscheidung? Weil die Chance, dass sowas funktioniert, ist einfach extrem gering. Ja. Sein eigener Support war nicht in der Nähe, jetzt verliert er einen Top-Turret. Und er ist auch schon 5-mal gestorben. Das ist schon sehr, sehr viel. Also das ist mehr als 50%. Ja, wollte gerade sagen. Steps, ne? Und wir sehen 5 Assists auf dem Carry. Crytek kriegt gar keine Kills ab in diesem Spiel. Ein Kill dabei für ihn. Also, ja, nach wie vor Nova Chrono stark unterwegs. Der Ultimate ist auch wieder raus, aber... Aber das reicht nicht. Der Rest von MBL kann die Map nicht unter Kontrolle halten. Ja, und die Leute kommen dann doch immer weg. Also er killt sie dann doch nicht. Gerade nicht. Da muss ihn halt Fehler, wie auf der Toppin jetzt gerade, Marok. Da muss man ein Rezept dagegen finden. Vielleicht ein bisschen mehr Selbstbeherrschung haben in solchen Fights. Oh, jetzt kommt diese Idee. Ja. Jetzt kommt der Baron Attempt. Kann man den zu zweit machen? Ah, Elijah ist zur Stelle. Ja, Elijah ist in der Nähe, hat sofort sein Black Shield ab. Da hat er toll reagiert. Sehr schnell. Das der kam nämlich aus dem Dunkel. Ja. Jetzt hat man vielleicht die Möglichkeit, Crytek ist da mit seinem Ultimate und da war er ein bisschen out of position, Crytek jetzt mit dem Flash raus, jetzt ist Argorin drinnen, Crytek geht down, Nova Chrono auch, Kirito noch da zur Stelle, aber auch Eni, die hat sein Leben lassen müssen, Kirito mit dem Ultimate kann Marok rausholen, Ginger's hier am Free Damage machen, es gibt keine Threats mehr gegen ihn, zu wenig Schaden, Elijah geht rein mit dem Flash, mit den Soul Shackles und da fällt Reflexio und auch Argorin wird hier nicht mehr wegkommen, oder doch? Oh, ganz klar. Es reicht nicht ganz. Double Kill für Kirito und somit 13 zu 5 in Kills und DC Legends vergrößert seinen Goldlead. Ja, da hat man das Spiel ganz, ganz schnell gemacht in kurzer Zeit. Man wäre eigentlich auf dem Papier gecatcht worden mit dem Sprung auf Elijah von Argorin, aber der war natürlich sehr, sehr schnell mit seinem Black Shield, um das zu ignorieren bzw. dem zu dodgen. Und der Turnaround, wow, was für der Hammer Ulti auch von Kirito. Ich denke, das war auch wieder ein bisschen ein Resultat des Drafts. Also ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil Chinch halt auch so stark in-game ist. Weil Crytek hat man eigentlich doch ziemlich früh rausbekommen. Der konnte nicht viel machen. Und er war auch am Anfang, er war misspositioniert. Also ich habe, es war seltsam, dass er da so weit nach vorne gelaufen ist. Ja. Wurde dafür bestraft. Aber er hat sozusagen Nova Chrono mit in den Tod gerissen. Und danach hat der Schaden bei MBL gefehlt. Weil ja, auch Marok ist dann ziemlich schnell down gegangen. Da muss er laufen. Ja. Da muss er laufen. Da hat er 1v1 natürlich keine Chance. Jetzt, also es wird schwieriger für MBL. Der Gold-Lead ist jetzt eben auch größer geworden. Mittlerweile 5000 Gold Vorsprung. Man hat immer noch den Infernal Drake Vorsprung. Vorteil. Also es wird immer schwieriger, je länger das Spiel natürlich dauert, was eh klar ist. Jetzt kommt nämlich dann langsam, oder ist schon im Rollen, der Djinn-Schneeball. Ja, er hat drei Items fertig. 4-0 Ryze mit 3 Items fertig. Das ist, im Englischen würde man sagen, a force to reckon with, ja. Eine Gewalt, mit der man mal umgehen muss. Und wir haben auch gesehen, was er im vorigen Fight getan hat. Ja, also Sonja ist... Der Good Guy. Lässt mit einem Lebenspunkt den Red Buff stehen und mit Crytek in sich holen kann. Und der ist viel wert auf einer Sivir. Mit den Boomerängen kannst du ihn verteilen. Also Sivir, Crytek, gut unterwegs. Hat halt noch nicht allzu viele Kills bekommen. Ja. Aber dafür viel Assists. Viele Assists und weniger Kills und geht Supporter. Auch sehr auf Utility. Also hat sich auch den Ninja-Tabis geholt, um hier gegen Marok vor allem überleben zu können. Noch gegen Nova Chrono. Essence Rear fertig und wird jetzt auf Statics gehen. Ja, und jetzt sehen wir, das One-on-One-Potential liegt nicht mehr wirklich auf der Seite von Nova Chrono gegen Kirito. Der hat jetzt zwei Items fertig. Steht 2-0. Das ist kein Gegner, mit dem du einfach mehr umeinander spielen willst. Aber das bleibt, ist und bleibt ja, der Führer. Genau, also er ist auch Level 15, hat er Level Advantage. Und da kann sich Kirito noch so viel Armor holen, es reicht einfach nicht gegen den Free Damage. Das Dornenpanzer kommt schon. Aber auch drittes Item sieht ganz stark nach einem Guardian Angels aus für Nova Chrono. Mhm. Also das ist halt eigentlich aktuell die einzige Win-Condition in meinen Augen für MBL, dass sie mit Nova Chrono weit ins Split pushen, dass der die Turrets holt. Teamfighten 4 gegen 4 wird jetzt gegen Chinch
ganz schwer. Sie haben einfach auch nicht das Team dafür, nicht den Draft dafür. Und ich glaube, DC hat sozusagen als erstes Team es knacken können, diese tödliche Split-Push-Taktik, die NBL bisher jedem anderen Team aufgedrängt hat. Und das ist mit guten Picks, mit starken Jungle-Engages natürlich auch bitter, dass Algorithm am Anfang mal sein Jungle-Item vergessen hat. Das ist natürlich ein sehr dummer Fehler gewesen, darf man auch so sagen. Aber sie haben, glaube ich, ein bisschen den Schlüssel zur Taktik gefunden, die NBL bisher immer spielt. Also ja, bisher für mich einfach ein großer Faktor. Obwohl halt, wie gesagt, das Early Game von Naok war gut, es hat funktioniert. Lag natürlich auch bis an Lucian, der halt Early Game einfach stark ist. Ja. Aber dann zwei, dann doch drei. Ja, aber es haben die Gangs Fehler gefehlt, das war's. Es naja, war keine Gangs. So, Jinx, jetzt einmal mit der Ultimate, Kirito, jetzt da kommt das Riposte rechtzeitig raus, aber Rune Prison und Kirito steht 3-0. Ja, das war schon richtig gespielt von ihm, aber da hatte man keine Chance, es war 2-0. Das Rune Prison hat er sich auch schön gespart, liebe Jinx. Genau, also da hat man sofort Riposte rausgeforst. Genau. Und somit hier, ohne dass MBL auf der anderen, oder auf anderen Teil der Map etwas machen konnte, diesen einen Kill bekommen. Das war auch sehr schnell, also das waren vielleicht jetzt 10 Sekunden. Und Eni jetzt etwas Opposition, Tidal Wave kommt raus, springt auf ihm drüber. Marok verliert da ganz viel Leben, mit den Cunning Shots kann er nochmal die Wave clearen. Also da hat 3-Maze einfach keine Chance. Er hat keinen Flash-Up, du bist als Name super squishy und wenn du da assisted wirst, Spell Shield, Black Shield. Ja, was willst du da machen als Zack? Da gibt gar es nicht viele Möglichkeiten. Gar nichts willst du machen. Das ist wirklich ärgerlich. Die Kombination Sevilla Morgana ist eine wirklich starke, sie ist quasi untouchbar. Baron, ja. Aber das ist natürlich eine sehr gute Entscheidung. Wenn der, wenn der Drake gemacht wird, forst man jetzt einmal den Baron. Also Kirito. Zweiter Infernal Drake für diese Legends. Elijah, boah, was für ein Flash Engage von ihm. Da kommen die Soul Trackers durch, aber auch schönes Repost. Trotzdem, Mauch, der ist schon mal dead. Jetzt muss hier auch Reflexe runterflashen. Baron wurde natürlich abgebrochen. Man bekommt hier nur Marok. Dafür ja, kann er selbst Baron den Baron starten, ja? Schauen wir mal, was sie wirklich bekommen. Aus. Sie sind noch da. Es wurde noch nicht zurückgegangen. Auch Dreamer Ace ist jetzt wieder am Start. Aber Marok, der oh, lebt nicht mehr. Spining. Arguin, der ist drinnen mit der Ultimate Reflex hinterher. Double Bubble gegen DC-Member. Da hat man mal Kritik rausgenommen. Der hätte noch Flash abgehabt. Novak Shono aus dem GE draußen. Jetzt aber da. Und Kirito bekommt den Kill. Reflexe holt sich Eni. Aber der Teamfight müsste hier an DC Legends gehen. Ja, und zwar ganz eindeutig. Naja, wobei ja, gar nicht wirklich. 2 zu 2. Eigentlich sogar besser für MBL, weil... Obwohl sie auf dem hinteren Fuß gestartet genau haben. Genau. Weil DC, die hatten die Kontrolle über den Baron. Den hat man abgebrochen und man hat Kills getradet. Aber sie waren schon relativ low, muss man dazu sagen. Es war schon ein ganzer Teamfight dazwischen. Plus jetzt natürlich nochmal den Baron Damage aufnehmen, der dann doch recht viel ist. Ja, Debuff auch natürlich. Ja, der macht genau, aus. Das ist es. Ja, dafür, man kommt hier wieder zurück. Man bekommt den Tier 1 mit Turret, der natürlich sehr viel bedeutet, was die Map angeht. Jinx aber mit dem Ghost aggressiv rein. Rune Prison, viel Schade gegen Marok. Und Kirito, Flash Ultimate, holt sich den Lucian ab. Und auch Dreamace hat hier keine Chance wegzukommen. Ja, die Schilde sind einfach das... Es bricht ihnen das Genick. Es ist der Strick, an dem sie aufgehängt werden. Das ist der, das sind einfach die Schilde, die man hier gerade sieht. Weder Agorin noch Marok noch Dreamer Ace können wirklich viel CC schieben, einfach weil zwei Leute sie einfach komplett rausnehmen können. Jetzt natürlich der Baron Start, nachdem die ganze Botlane von MBL ja nicht am Leben ist. Also das kann man wird nicht ganz contesten. Schwer. Man kann maximal mit Agorin einschalten, aber es wird sich nicht mehr ausgehen. Der Baron, der geht hier an DC Legends. Da war man zu spät da. Beziehungsweise man hat gesagt, okay, wir müssen ihn abgeben, wir können es nicht riskieren. Also ich darf mal kurz was anmerken, es schaut teilweise gar nicht so eng, so weit auseinander aus, wie es ist, aber es steht 7-20. Oh mein Gott, auch da schade, Novak Shono, der ist unglaublich stark gegen Kirito, da kannst du als Malphite nicht viel machen, aber oh, was für ein Flash hier von Novak Shono. Repost, aber jetzt ist auch Eni da, zu dritt kann man nicht zu irgendwie da bekommen, Novak Shono, der liefert hier eine Show ab. Wow. Ja, Novak Shono ist sein Geld wert. Hui. Wahnsinnig starker Spieler. Wirklich 3-4 Leute hat man jetzt dafür verwenden müssen, auf der Toplane, um Novak Shono zu bändigen. Was fast lächerlich ist, ja, er steht 2-5. Das ist normalerweise, wo du denkst, ja, 2-5, okay, der ist eh schon sinnlos in diesem Spiel. Aber was ich vorhin ansprechen wollte, es steht 7-21. Dreifache an Kills genau hat sich DC abgeholt. So, es schaut eigentlich viel knapper aus, als es von den Standings her sein sollte.
Man muss aber auch dazu sagen, dass MBL eigentlich immer ein Team war, das killmäßig gar nicht mal so weit vorne war, weil sie ja. eben auch Makro-Game besser waren. Sie haben durch die CS sehr viel Gold daraus können, haben sich aber eher selten nicht auf die Kills fokussiert. Aber jetzt natürlich ist klar, wenn du schau so weit zurück Mitte, bist. In der Mitte 338 ja. Farm in der 30. Minute. Das ist eine Vorlage, die Ginger liefert. Genau so ist es. Das ist absolut top. Und nicht nur die CS, sondern er steht 7-0-6. Mhm. 7-0-6 und auch Kirito 6-0-6. Top CS, Nova Chrono kann noch nicht so snowballen, wie er es gerne gehabt hätte, aber wir sehen trotzdem, dass er halt ja, auf der Fera einfach wirklich eine eigene Klasse hat. Er braucht doch drei Mann, um ihn zu bändigen und das sehen wir auch. Kirito hat jetzt schon wieder Angst, Ulti. Ja. Ja, also jedes Mal, wenn Nova Chrono die Gelegenheit bekommt, kommt das Ulti mit raus. Mhm. Jetzt ist es draußen, Tritic jetzt auch noch wieder da. Ah, Repose ein bisschen zu spät gewesen, aber mit dem Q über die Wall. Tritic flasht hinterher mit dem Red Buff. Und holt sich seinen dritten Kill ab. Ja, jetzt will er auch. Jetzt ist er hungrig geworden, glaube ich, in der 31. Minute oder in der 32. Minute schon. Und möchte jetzt langsam mal anfangen, auch Kills für sich zu sichern. Agorin mit dem Sprung da jetzt einmal drauf. Da ist aber nichts, wo man dagegen werfen kann. Er geht in Sonjas Ginge hinein. Oh, flasht hier raus. Kommt er nochmal weg, ist die Frage. Jin, da wieder sie sieht. Die Ulti wird abgebrochen, aber er ist tank genug. Jetzt ist Eni da. Eni aggressiv rein. Dreamer Ace, Cataclysm raus. Man hat nicht den Schaden. Eni, die basic Attacks bekommt jetzt zwei Kills. Zwei Kills an Jin. Agroin hatte kein Passive mehr. Und in der Zwischenzeit kann man die Toplane pushen mit dem Baron Buff. Währenddessen hat man sich einen Hebiter geholt auf der Toplane. Und jetzt auch noch einen Nexus Turret, der in ein paar Sekunden fallen wird, da fällt er und das könnte vielleicht sogar der Final Push sein. Es sind drei Mann down auf Seiten von MBL. Da wird Galio noch einmal festgehalten. Ja, der muss auch zurückgehen, da kann er gar nicht mehr viel machen. Der zweite Nexus Turret ist down und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also der Kirito, der tankt hier unglaublich viel weg. Reflexu kann nicht mehr Wave clear, man bekommt die Kills nicht. Oh, Crytek, der geht nochmal down. Aber die Basic Attacks, der Nexus fällt hier und DC Legends gewinnt 2-0 gegen Mega Black Lion. Der Fluch ist gebrochen. Wow. MBL wurde geschlagen, der Titan wurde gefällt. Und auch wie? Also es waren ja nicht einmal lange Games, 33 Minuten gerade. Und auch das erste Game war auch nicht richtig knapp, muss man sagen. Nein. Diese Legends, absolute Top-Performance heute. Auch Wendell, dieses Game war nicht annähernd knapp, 9-25 in Kills. Ja, den Schaden wollen wir jetzt natürlich sehen, weil er ist sicher wunderschön. Ja, wir sind fast wieder auf dem, was im vorigen Game war, 25.